Hallo, Käsebrotfreund. Hallo, Tim Jim. Ah, was machen wir? Wir spielen wieder eine kleine Runde Tiny und Big, Tiny da. and Big, ja, aber diesmal ist das ein bisschen anders wie sonst. Ja, ist eine Art Special, wie ihr gleich sehen werdet. ja. Wir kommentieren das jetzt nämlich nach. Ihr werdet dann sehen, warum, ja. Es war echt hart. Es war hart, Man ja. kann es nicht anders sagen, ja. Nein, definitiv ziemlich hart. Und schon ist das erste Mal gestorben. Ja. Und es wird jetzt noch ungefähr 37.000 Mal passieren. Passieren, ja. Ja, genau. Was ist eigentlich Sache? Der rennt da hinten rum und schmeißt immer noch mit Steinen nach uns, ne? Genau, das ist Sache, ja. Genau, das ist Sache, ja. Und wir versuchen uns da so langsam vorzuarbeiten, während dieser blöde Kerle uns die ganze Zeit Steine an den Kopf wirft. Da haben wir mal geschaut, ob man es vielleicht speichern kann oder so. Aber nein. Nein, ging nicht. Nein, nein. Man kann nicht speichern, nein. Ja, Nicht man muss frei. dazu sagen, eigentlich sind die Speicherpunkte sehr fair gesetzt. Wir sind aber mindestens 50 Mal am Speicherpunkt vorbeimarschiert irgendwie, der sich so etwas auf der linken Seite befindet. Genau. Ups und tot. Ja, try again. Das war Genau. so, hat Ja, am uns Anfang war so, es noch okay, ja. ja. Aber dann irgendwann. Haben uns etwas die Nerven verlassen. Wir haben auch Ja. zwischendrin mal gewechselt. Also ihr seht, der Käse spielt den Anfang, ich spiele dann das Ende. Wir haben uns aber beide genauso dämlich angestellt. Also man kann es nicht anders sagen, oder? Nee, es ging wirklich nicht, ja. Also ich meine, das Prinzip ist ja, der schmeißt mit Steinen und man kann ihm aber auch seine Plattform, auf der er steht, die kann man Ja, absäbeln. haben wir aber Genau. nicht hingekriegt. Ja? Genau, das ist der Punkt. So, ihr seht, wir haben jetzt mal einen Gang schneller geschaltet irgendwie. Genau, das läuft jetzt in was? Doppelter Geschwindigkeit Das läuft oder jetzt ungefähr in doppelter dreifach? Ich weiß es Geschwindigkeit. nicht. Ja, später machen wir es noch ein bisschen schneller. Und tot. Und tot, ja. Try again. Also nichts Anlauf. Ne? Genau, try again. Zum tausendsten Mal. Ja, aber Naja, wie? eigentlich erst zum dritten oder vierten Ja, Mal. so schlimm war es noch nicht. Jetzt wird es langsam dann kriminell. Genau, hier wird es dann haariger. Ja. Und hat mich Zack und. wirklich. Und tot, ja. Ja, runtergeplumpst. Und man muss sagen, ich habe echt einen Hals gekriegt, ja. Ja, du hast ganz schön geflucht. Das ging wirklich nicht mehr. Es hat mir echt. Ja, Substanz oh, und gekommen tot. und tot, ja. Ja, es hat echt Nerven gekostet, ja, Wahnsinn. Also ich habe echt schon lange nicht mehr ein Spiel gespielt, wo ich dann so frustriert war nach einer bestimmten Zeit, ja. Man muss dazu sagen, ich habe das ja schon mal ein bisschen vorgespielt. Und tot. Und beim ersten Mal bin ich da in einem Zug durchgekommen. Also ich habe es höchstens zwei oder dreimal gespielt, dann hat es funktioniert. Und ich habe dann ungefähr, na, ihr werdet Und sehen, so tot. zur Hälfte des Videos übernehme ich. Ich habe es auch nicht hingekriegt, also noch nicht mal ansatzweise. Nee, wir haben es beide nicht geschafft, Nee. überhaupt nicht, ja. Ganz, ganz zum Schluss, vielleicht werdet ihr es sehen, aber wir Und, und? verraten noch nichts, ja. Nein, doch nicht, aber jetzt tot. Schon Buff. wieder Der tot. schmeißt die Steine aber auch in so einem kurzen Abstand. Wahnsinn einfach, Ja, ja. da war irgendwie der Ansatz. Oh, und das war es dann auch schon wieder Ja, und und tot. zack, tot. Da war der Ansatz falsch. Ja. Man kann ja nämlich direkt hier schon auch links laufen und links ist auch irgendwo der Speicherpunkt, ja. Ja, genau, den haben wir verpeilt. Bist das nicht du schon? Nee, das bin noch nicht ich. Nein, nein, nein. Nicht? Nein, nein, du Aber ich schon habe doch wieder. immer. Stimmt, ich Nee, glaube, das bist du schon. da echt so schnell hast du frustriert aufgegeben, Käse. Und tot. Ja, weil du Naja. hast ja da dann immer versucht, den da abzusägen und Stimmt, ich bin doch stimmt. hier immer Direkt direkt schon geradeaus. weiter, weil er springt ja dann eh sowieso weiter. Ja, aber das mit dem Absägen hat aber auch nicht wunderbar funktioniert. Also kann man nicht sagen, dass das gut geklappt hat. Ja. Nee, tot, ja. Ja. Schon wieder tot. Ayayo. So, buff tot, ja. Aber da hinten war noch mein kurzes Segen zu sehen. Ja. Und dann ein neues und buff wieder hin. Ja, ich habe mich aber nicht entmutigen lassen. Also ihr werdet sehen, ich war tapfer. Ja. Ja, ich war da schon ein bisschen, ja, ich war da schon ein bisschen angefrustet, deswegen Ja, hat es mich, du bist Kaffee kochen gegangen ja, ich habe es wirklich nicht mehr ausgehalten, ja. dann. Ist mich hier ganz alleine mit dem, Und tot. ja, zu kurz gesprungen. Ja, irgendwann musste ich dann den Raum verlassen. Ich konnte es nicht Ja, mehr sehen, ja. Es hat mich so angekäst. ein bisschen. Das war wirklich schade. Ja, ich weiß nicht. Es ist einfach. Ich meine, ja, ich habe es bei der Aufnahme ungefähr tausendmal gesagt, ich hasse Spiele, wo man nicht frei speichern kann. Es macht natürlich Sinn, dass man nicht frei speichern kann bei Tiny and Big, denn man kann sich die Level ja so zerschneiden, dass man nicht weiterkommt. Ja. Ne? Und wenn du dann gespeichert hast, dann ist das natürlich dumm. Ja, ziemlich. Das ist wahrscheinlich, vermute ich mal, der Grund dafür, ja. Ich kann es mir gut vorstellen. Es So kann wird es natürlich sein. auch sein, dass es so ein bisschen noch verschwommen
Vielleicht gibt's das auch auf der Konsole. Ich hab's noch nicht geschaut, halt einfach, ja. Oh, da ins Loch gelernt? Ich kann mir auch vorstellen, dass es unter Umständen mit dem Pad vielleicht sogar einfacher zu spielen ist. Ich hab nicht geschaut, ob es ein Pad unterstützt. Müssten wir eigentlich mal ausprobieren, vielleicht, das mal mit dem Pad zu spielen. Ja, weil vielleicht, ja. Könnte mir vorstellen, dass das... Und? Ja. Ach so, da versuchst du dich da so rüber zu raketen, genau. Genau. Genau, das probierst du da. Und, klappt das? Nee, das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt, weil das Teil fest ist, leider. Nee, hat nicht funktioniert, ja. Aber... Und tot. Ich versuche dann den freien Sprung und ja, irgendwann sehe ich ein, so kann es... Und tot. So kann es nicht weitergehen, ja. Und dann versuche ich einen anderen Weg und tot. Ja, ja, und das ist jetzt alles nur bis zum einen Speicherpunkt und naja, nachher geht's ja dann nochmal weiter. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Desaster geht weiter, ja. Ja, das war wirklich, da war der Wurm drin, aber total und später tot. Ja, bumm. Und, aber der wirft auch präzise, der Big. Also der trifft einen, wenn man da nicht in Deckung geht oder im letzten Moment ausweicht, der trifft einen jedes Mal. Ja, ja, die Unterhose, die bringt schon, gell? Ja, ja, die macht echt Bärenkräfte. Die macht schon Druck, ja. Wahnsinn. So. So, und was war da? Schieben? Nein. Schneiden? Das war knapp, aber hat auch nicht geklappt. So, da hat er mich auch fast, zack, ja, und wieder hin. Wieder und wieder geschoben, wieder draufgehüpft, wieder rüber, wieder und tot. Ja. Also, ja, man kann da, ja, da müssen wir doch eigentlich direkt schon. Ja, das wirst du sehen. Das ist auch probiert und auch. Direkt Speicherpunkt wahrscheinlich. Ja, ja, kommt jetzt. Hier war irgendwo der Speicherpunkt. Und? Hast du es da geschafft? Nee, da bist du in den Abgrund gesprungen, oder? Ja, da bin ich erstmal in den Abgrund gesprungen, dachte mir aber, das hat ja eigentlich besser funktioniert. Nee, siehst du, da war der Speicherpunkt. Ja, genau, da war irgendwo der Speicherpunkt und wir haben uns da oben abgemüht und abgemüht. Ja, das war ein bisschen doof. Aber das heißt nicht, dass es ab da jetzt viel leichter wird. Ja, nee, also, nee, da geht's nämlich gerade von vorne los. Ja, so. Ja. Ja, so, der schmeißt er. Ja, und so. Jetzt liegt natürlich der Stein davor, weil da muss man nämlich dann wieder hoch, ne? Genau, jetzt muss man wieder rüber auf diesen Säulen und tot, ja. Ja. Hm. Ah, ja. Und so, aber wir lassen es einfach mal ein bisschen schneller noch laufen. Ja, läuft das schon? Ja, ja. Siehst du ja. Und tot. Genau, dann schmeißt er da nämlich Steine von oben auf einen runter, gell? Ja, ja. Die lässt er so runterplumpsen. Und tot. Und ja, die fallen ziemlich präzise, wie immer, aber halt jetzt in einem anderen Winkel. Und man sieht es ein kleines bisschen am Schatten, aber wenn man den Schatten sieht, ist es eigentlich schon zu spät, ja. das gesehen. Zack, ja, ja, vorbei. Da kam er und da wird wild in der Landschaft rumgeschnitten. Ja, ja, weil ich da hoch muss irgendwie, ja. Ja, ja, genau. Buff. Aber dafür muss ich da das erstmal wegschneiden und wegraketen und dann versuchen, mich da hochzulernen. Und jetzt bist du in der Spalte gefangen. Und jetzt bin ich in der Spalte gefangen, genau. Und zack, und hin. Schon wieder erwischt. Und wieder hoch und wieder ziehen und tot. Und tot. Ja, ja. Und neuer Anlauf. 3, 2, 1, tot. Oh Mann. Und neuer Anlauf, ey. Das war echt hart. Und jetzt ausweichen und... Und tot. Ja, ist mir direkt hier so eine Säule auf den Kopf gefallen, ne? So, aber ich lasse mich ja nicht entmutigen. Ich kämpfe wie ein Bär. Zack und hoch und rum und darunter versucht zu verstecken. Ja? Ja. Da ein bisschen abgeschnitten, weil ich da hoch wollte. Nutzt aber nichts. Bumm, wieder tot. Ja. Also, neuer Anlauf. Ja? Uiuiui, da ist schon wieder geschmissen. Ja, fast. Erstmal muss man nämlich das Ding da runterziehen. Ja, ja, das hat... Das hat auch fast funktioniert. Puh, ja, ganz schön schnell. Puh. Ja, ja. Wird mir ja fast schwindelig beim Zugucken. Ein bisschen, ja. So, und dann da hochgelernt und runtergeplumpst. Ja? Ah, je. Also das hat in Wirklichkeit knapp 30 Minuten gedauert, das Ganze. Na, länger, oder? Ja, oder sogar 35. Und tot. Bumm, tot. darum haben wir es ein bisschen beschleunigt, weil wir euch wirklich 30 Minuten kommen wir euch nicht antun. Und wieder tot. Und wieder hin. Ja, neuer Anlauf. Also. Okay, ja, ja. Wir haben doch dann noch mal geguckt, ob da vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit besteht. Ich habe sie nicht gesehen und bin schon wieder hin. Also neuer Anlauf. So, wieder hoch. Genau. Und zack und... Buff und da hat er die, ja, genau, den Balken irgendwie da weggesprengt und runtergelernt. Ein neuer Anlauf. So. Nochmal von vorne. Also, zack, da hat er schon wieder irgendwas auf mich niederregnen lassen. Ich wieder hoch, rum, wieder ins Loch geblitzt. Einmal versucht es abzuschneiden, bums und ich lebe noch.
Hoch, hoch, hoch. Okay, okay. Und gleich kommt der Stein. Und gleich kommt der Stein. Und zack, ausgewichen. Und nur kurz getroffen und schon wieder tot. Bewusstlos da drum getorkelt und ins Loch gefallen. So, neuer Anlauf. Andere Seite. Achtung, abgeschnitten. Und ausgewichen. Da kommt der nächste Stein zurück. Und erwischt. Voll erwischt. Also wieder hoch. Ja, hoch, hoch, hoch. Einmal außen rum, das ja, Ding geschnappt. Und runtergefallen. Ja. Nächstes probiert. Und knirsch, buff, zum Tod. Gnarsch. Gnarsch. Ja, einmal voll geknarscht. Einmal voll geknarscht. Ja, das hat auch nicht funktioniert, den da irgendwie runterzuschneiden, gell? Das haben wir ja auch. Oder hast du es ja geht, auch. Es geht, aber wir haben es nicht hingekriegt einfach. Ja, ja. Wir haben es nicht geschafft, den Typ da. Das war knapp. Ja. Den Typ da runter. Ja. Jetzt habe ich es nochmal versucht, aber er hat mich direkt wieder getroffen. Also die Frequenz ist Wahnsinn, in der wirft. Ja? Muss man echt sagen. Das ist brutal, du. Das ist echt brutal. Ganz brutal. Jetzt versuche ich es nochmal. Jetzt habe ich ihn auch ein, zweimal, ist es mir dann gelungen, ihn da oben anzuschneiden. Ja, genau. Du hast das Ding angeschnitten, aber es hat nicht gereicht, dass er irgendwie runtergefallen ist. Ja, ja. Hat nicht geklappt. Nee, und da habe ich mich immer schön untergestellt. Aber dann irgendwann... Ja, da muss man ja dann auch noch. Hat er mich trotzdem getroffen. Ich weiß nicht wieso, aber er hat mich trotzdem getroffen. Also, neuer Anlauf. Ja? Bumm, von wegen. Direkt schon unten erwischt. Direkt schon unten erwischt, ja. Oh Gott. Also wieder hoch. Echt ein Trauerspiel. So, jetzt versuche ich es mal mit ein bisschen Taktik. Ne? Taktik? Ja, ja, du wirst es sehen. Okay, neuer das war Anlauf. Schon mal. Ja. Und? Zack. Und da dachte ich, bin ich eigentlich gut aufgestellt. Aber, obwohl ich unten drunter stehe, batsch, hat mich der blöde Stein erwischt. Irgendwie hat er dich erwischt. So, also, neuer Anlauf. Ja, zack, wieder hin. Okay. Wieder aber pass unten. Auf. Aber pass auf. Jetzt kommt... Ja, du wirst so, sehen. Da bröselt es von oben. Genau, ich mache es nämlich jetzt nochmal so wie eben. Ja, mit ein bisschen ist natürlich geschickt, ja, das Ding von unten schon hochziehen. Ja. Da hast du schon mal eine Hürde genommen quasi. Ja. So, und dann dachte ich, okay... Dann, buff, wieder. Okay. So, aber... Aber jetzt. Jetzt habe ich gelernt, ja. Es hat zwar ein langer, schwieriger Lernprozess, den ich da eingeleitet habe, aber ihr seht schon, wir lassen es wieder langsamer laufen. Okay. Und das hat natürlich einen Grund. Jetzt ist es auf normal. Jetzt ist es wieder auf normalem Tempo, ja, das Video. Okay, und trotzdem mal wieder tot? Ja, aber das war das letzte Mal. Ich verspreche. Bist du sicher? Ja, ja, ich verspreche es. So. Oh mein Gott. Hoch. Ernsthaft. Und nach rechts und erstmal untergestellt. Ja, ne? Ja, erstmal so. Safety first. Spack. Ja, ja gespackt. Ja, ich stehe so weit hinten, dass es schon... Gerade, ja, reicht gerade, hä? Ja, zack, okay. Ja, 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 ja. So, jetzt warte ich nochmal kurz den nächsten ab. Den nächsten. Der kommt. Und bröselt gleich auf mich runter. Da bröselt's. Und ich nutze die Gunst der Stunde... Und sammel den Stein. Der gute alte Stein. Springe, stelle mich unter. Warte einen kurzen Moment. Da kommt er. Ich sehe ihn kommen. Puff. Und abgesägt. Und weggeraketet. Nein, doch nicht. Da nochmal geschnitten. So, man hätte natürlich... Mhm. Jetzt so, einfach aber jetzt nutze ich natürlich die Gunst der Stunde. Du wirst es gleich sehen. Ich versuche nochmal nach oben wegzuschnibbeln. Wo kommt der Stein? Der Stein, der gute alte Stein. Oh, da kommt er. Ja, dem bin ich aber ganz gut ausgewichen. Und tatsächlich ist mir der Aufstieg gelungen. Es hat funktioniert. So. Meine Güte, TJ. Ja, großartig, oder? Und den Stein hast du auch noch eingesammelt. Ja, da kannte ich jetzt nichts mehr. Ja. Das natürlich, bin ich beeindruckt. Auch, was ich dann für eine Ruhe entwickelt habe. Den guten alten Stein. Und, ui, aber gerade noch so aus dem... Der war haarscharf, ja. Ja, der war haarscharf, aber auf einmal flutscht es wieder, ja. Da hat's geklappt. Da hat's geklappt, ja. Und das war's dann auch schon. Genau. Blub. Eigentlich war es eine Sache von 2 Minuten, aber wir haben 40 gebraucht, ja? Ja, ja, bestimmt, ja. Oh je. 40 Minuten und in denen bin ich 3 Jahre älter geworden oder so. Ja, und ich habe graue Haare bekommen, ja. Aber gut, man sieht ja, der Unterhosenmann, der ist einfach ziemlich magisch drauf. Ja, ja, so. Die mächtige Unterhosenmagie ist das, ja. Aber jetzt verlässt ihn ein bisschen die Kraft, ne? Also so gesehen, ja. Ja, ja. Okay. Ja, damit haben wir das Ganze hinter uns gebracht, ne?
Ja. Um Gottes Willen haben wir uns angestellt. Ja, das war wirklich, das war grauenvoll. Ich glaube, du hast sogar geheult, ja? Wenn ich mich richtig erinnere, hast du heulend bei mir in der Küche In gesessen. der Küche. Ach Ja, so, okay. ja. Wenn du das sagst, dann war das bestimmt Ich so. glaube, da erinnere ich mich ganz deutlich dran. Ne? Na gut, also dann bis zum nächsten Mal bei einer kleinen Runde Tiny und Big. Ja, diesmal dann hoffentlich wieder normal, Ja, gell? das kriegen wir leichter hin. Schaffen wir schon. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann bis denn. Bis denne. Tschö. Tschö.